Es sind spannende Zeiten, die wir hier erleben. Ja, zum allerersten Mal erleben wir zusammen eine dunkle Nacht der Seele. Und die scheint uns alle ganz persönlich vor große Herausforderungen zu stellen. Ich habe viele, viele Nachrichten von euch in den letzten Tagen erhalten und ich danke euch dafür. Und die meisten Nachrichten, da ging es um das Thema Macht und Machtlosigkeit. Tja, niemals zuvor haben wir so deutlich unseren eigenen Schatten sehen können und unseren kollektiven Schatten. Und ich kann sehr gut verstehen, dass damit ein Gefühl von Machtlosigkeit kommt. Und deswegen habe ich mich entschieden, heute in unserer kleinen Reise Beyond genau darüber zu sprechen. Denn jetzt ist es wichtig, dass wir erkennen, wo wir machtvoll sind und welche unbewussten Muster aktiviert werden, wenn wir beginnen, uns machtlos zu fühlen. Hier in unserer kleinen Reise heute möchte ich gerne mit dir gemeinsam mir einige Dinge ansehen und ansprechen, die mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegen, weil ich an uns glaube, weil ich an unsere Kreativität glaube und weil ich an unsere innere Weisheit glaube. Denn wir stehen erst am Anfang eines chaotischen Zyklus. Ich teile gerade beständig auf Instagram all mein Wissen, so schnell und so viel es mir nur irgendwie möglich ist, weil ich inständig hoffe, dass wir hieran wachsen, dass wir hier einen inneren Durchbruch erreichen und dass wir nicht daran zerbrechen. Zyklen entsprechen mystischen und universellen Gesetzen und die fordern gerade so einiges von uns. Und das, was ich heute mit euch teile, das kann vielleicht ein Stückchen unangenehm sein. Aber ich möchte ehrlich mit euch bleiben. Und ich hoffe sehr, dass ich mit diesem Video euch meine Hand reichen kann, damit wir alle in unserer Macht bleiben. Hallo und herzlich willkommen auf unserer kleinen Reise Beyond. In dieser Zeit, in der wir in einen natürlichen Zyklus des Chaos eingetreten sind, ist es unglaublich wichtig, dass wir mit uns und unserer Seele verbunden bleiben. Falls du es noch nicht gesehen hast, hier auf meinem YouTube-Kanal findest du ein Video mit dem Titel Zyklen des Chaos und in dem spreche ich über die symbolische, archetypische Erfahrung, die gerade jetzt dieses Jahr begonnen hat. Ich möchte hier ganz, ganz klar sein. Dies ist der Anfang dieses Chaoszyklus. Wie bei allen großen Wegkreuzungen in unserem Leben, in denen wir aufgefordert sind, die Phönix-Erfahrung zu machen, wie Phönix aus der Asche wieder aufzuerstehen, kommt ein Ereignis. Und dieses Ereignis, das löst den Prozess aus und beschleunigt ihn. Und so viel erkennen wir dann von dem, was wir aber bereits vorher kreiert haben und was nicht im Einklang war mit den mystischen Gesetzen und vor allen Dingen nicht mit dem Gesetz, alles ist eins. Deswegen bitte lasst uns jetzt nicht in die Falle gehen und uns nur auf dieses eine auslösende Ereignis fokussieren. Alles, was jetzt auftaucht und zu dem wir eingeladen sind, es zu lernen, das wussten wir, dass wir da irgendwann durch müssen. Wenn wir also jetzt dieses initiale Problem, was in aller Munde da draußen ist, als einziges Problem sehen und denken, dass das alleine den Chaoszyklus aktiviert hat, dann bleiben aber all die anderen Probleme irgendwie da unbearbeitet auf dem Tisch liegen, die uns aber jetzt ja so bewusst werden. Und eigentlich waren sie es uns ja vorher schon. Die Veränderung, die wird einige Zeit dauern, wie große Veränderungen eben immer einige Zeit dauern. Ich habe in den letzten Tagen schon viel darüber auf Instagram gesprochen, aber hier jetzt in dem Video möchte ich euch helfen, dass ihr Einblicke erhalten könnt über die Muster in euch, die eure Entscheidungen lenken, wenn ihr euch machtlos fühlt. Und die sind uns ja nicht immer ganz bewusst. Wir alle wussten, dass wir uns mit der Frage innere Macht, VS äußere Macht, irgendwann auseinandersetzen müssen. Und das haben wir gemerkt bei der inneren Arbeit der letzten Jahre. Die allererste Frage, die ich dich bitte, dir zu stellen, ist, worüber habe ich Macht und worüber habe ich keine Macht? Ist eine einfache Frage, aber die Antwort genau aufzuschlüsseln, ist es gar nicht.
Jeden Tag vor dieser Krise und während dieser Krise, aber auch nach dieser Krise werden Dinge geschehen in unserem Leben, die uns machtlos fühlen lassen. Und unsere große Aufgabe ist es, dass wir vor allen Dingen lernen, den klaren Unterschied zu finden zwischen dem, worüber wir Macht haben und dem, worüber wir keine Macht haben. Ich gebe dir ein Beispiel mit. Vielleicht hast du dich, aus welchem Grund auch immer, in den letzten Tagen über das Verhalten deiner Mitmenschen aufgeregt und dich dabei machtlos gefühlt. Aber das ist ja eigentlich kein neues Problem. Ich meine, das kennen wir ja schon aus unserer Lebenserfahrung. Es ist ein Problem, welches wir irgendwie immer hatten. Nur eben jetzt durch diese intensive Zeit natürlich nochmal auf eine intensivere Art und Weise. Und wir alle wissen, dass wir keine Macht und keine Kontrolle über andere haben können. Und trotzdem haben wir halt noch diesen Mechanismus dort in uns. Was wir wissen ist, dass wir lernen müssen, Kontrolle über unsere innere Welt zu bekommen, über die Energien in unserer inneren Welt. Dass wir dort den Fokus auf unsere innere Macht legen und darauf, was wir selbst konstruktiv tun können. Ja, und eigentlich wissen wir das ja auch. Aber wenn wir in Krisen hineinkommen, dann können die Dinge, die sich noch nicht richtig in uns verankert haben, aus dem Gleichgewicht rauskommen. Und dann wandert unser Fokus immer wieder nach außen. Und wir bleiben irgendwo dort im Außen hängen, mit unserem Gefühl, machtlos zu sein. Und genau dann ist der Moment gekommen der inneren Arbeit. Aber dazu kommen wir nicht, wenn wir weiter scrollen auf Facebook und das Nächste suchen, worüber wir uns ärgern können und das Nächste und das Nächste. Das allererste, was wir beginnen können zu trainieren, ist, bewusste Entscheidungen zu treffen und zu dem zurückzukehren, worüber wir Macht haben. Aber ist es grundsätzlich schlecht, sich machtlos zu fühlen? Nein, das ist es nicht. Das ist es absolut nicht, ganz im Gegenteil. Das kann ein heiliger Moment sein, weil er uns hilft, dass wir mit unseren Gefühlen arbeiten können. Wir haben verschiedene Formen von Intuition und eine davon, das ist die emotionale Intuition und sie spricht zu uns über unsere Gefühle und diese Gefühle erzählen uns genau, wann wir unsere Macht verlieren und warum wir das tun. Und dann bekommen wir Gefühle von Angst oder wir fühlen uns frustriert oder wir fühlen uns verzweifelt und wir sind wütend oder wir haben das Gefühl, dass wir ein Opfer der Umstände geworden sind. Dass wir da durch diese Gefühle hindurchgehen, das bringt die Herausforderung mit sich, dass wir uns mit unseren Fantasien auseinandersetzen, die wir in Bezug auf Macht haben. Hier einige Fragen. Wie gehe ich mit meiner eigenen inneren Macht um? Nehme ich jetzt diese an und treffe eigenständige Entscheidungen im Einklang eben mit meiner Ethik, meiner Moral und meinen Werten? Und wann bin ich versucht, meine Macht und damit auch meine Entscheidungskraft an äußere Autoritäten abzugeben. In der Spiritualität tun wir das zum Beispiel, wenn wir Zukunftsvorhersagen erhoffen oder wenn wir zu Wahrsagern gehen. Wann gehen wir von einer Autorität zur anderen, bis irgendeine dort mir genau das sagt, was ich gerne hören möchte, nur um kurze Zeit darauf mich doch wieder unsicher zu fühlen und doch wieder handlungsunfähig zu bleiben? Wann verharre ich in der Haltung, ich kann ja nichts tun, obwohl ich weiß, dass das nicht stimmt, weil ich meinem inneren Opferarchetypen oder meinem inneren Saboteurarchetypen erlaube, mich aus meiner inneren Macht herauszuholen beziehungsweise mit meinem Gefühl der Machtlosigkeit auf die Art und Weise umzugehen? Wann und warum habe ich denn mir diese Strategien angewöhnt? Und bin ich jetzt bereit, eine andere Entscheidung zu treffen? Das sind so kraftvolle, so machtvolle Fragen, die uns wirklich helfen können, dass wir wirklich wieder uns mit unserer Kraft verbinden können, mit unserer inneren Macht. Oder bin ich vielleicht in eine Hybris verfallen, habe mich omnipotent gefühlt in Bezug auf meine Macht? Vielleicht ist dort auch der Archetyp meines inneren Kindes, was schreit, dass alles aufhören soll. Und die Macht und die Vorwürfe an die äußere Autorität abgibt, so wie wir es als Kinder unseren Eltern gegenüber gemacht haben. Warte ich dort gerade, dass alles vorbeigeht und gebe damit meine Macht ab, Mitschöpfer meines Lebens zu sein und meine Verantwortung anzunehmen und übergebe stattdessen an äußere Mächte die Verantwortung? Nur wenn ich meine eigene innere Macht, mein eigenes inneres Feuer beherrsche, dann bin ich auf dem Weg, spirituelle Reife zu erlangen. Und dann
Dann kann ich auch meinen Ruf hören, weil ich dann mit mir verbunden bin, sonst geht das nicht. Ich kann nur meinen Ruf hören, wenn ich ein gutes Gefühl für meine eigene innere Macht habe. Weil dann bin ich mir bewusst, einerseits über meine Grenzen, aber auch über mein Potenzial. Und das führt dazu, dass ich sehr weise und sehr, sehr effizient meine Energien investiere. Aber in Krisenzeiten riskieren wir eben, dass unsere Energie überall hin verstreut wird und extrem ineffizient wird. Was sind die Archetypen, die wir aktivieren, wenn wir uns machtlos fühlen? Da ist zum Beispiel unser innerer Perfektionist oder unser innerer Richter, der unseren Schatten verurteilt und den Schatten anderer. Oder der kompulsive Online-Käufer oder der Archetyp, der überall Verschwörungen sieht. Warum kommen sie alle nach vorne? Aus einem einzigen Grund. Wir sind es nicht gewöhnt, mit unseren Gefühlen zu sein, die hochkommen, wenn wir uns machtlos fühlen. Und das wird gerade zu einem Problem. Wenn wir das nicht gelernt haben, mit unseren Gefühlen zu sitzen, wenn wir uns machtlos fühlen, dann müssen wir einen Archetypen in uns finden, der das Gefühl für uns in irgendeiner Form managen kann. Und das wird er versuchen, irgendwo im Außen zu tun. Und dann drehen wir uns und drehen uns und drehen uns. Wir werden nervöser, wir werden unruhiger. Und dadurch sehen wir immer weniger klar. Anstatt dass wir uns dorthin setzen mit unserer Angst und mit unserer Verzweiflung und die nicht nach außen projizieren, um uns noch mehr in Illusionen zu verlieren. Ja, es stimmt, ich kann auf so vielen Kanälen so viele Theorien über äußere Mächte lesen und dort eintauchen und wieder auftauchen und die nächste Theorie finden und wieder eintauchen und wieder auftauchen. Und ich tue nichts anderes, als mich dung, dung, dung im Kreis zu drehen. Mein eigenes Zentrum, das verlasse ich dabei. Und ich werde müde. Und meine Kreativität nimmt ab. Und irgendwann merke ich, dass ich ganz passiv geworden bin. Ich bin nicht mehr mit mir verbunden und ich werde auch keine klare Führung mehr von meiner Intuition erhalten, denn ich bin vollkommen irgendwo da draußen, weit weg von mir selbst. Ich habe mich selbst verlassen. Wir können riskieren, uns abzulenken mit den verschiedensten Theorien und Philosophien, nur um nicht mit dem zu sein, was wir eigentlich jetzt gerade fühlen. Und dann sind wir nicht aktiv. Denn da draußen ist ja so eine große Macht, so viel Größe, da können wir ja gar nicht. Und immer tiefer und immer tiefer und immer tiefer tauchen wir ein in die Illusionen unserer Persönlichkeit. Dabei ist doch die Spiritualität das, was uns in Kontakt bringen soll, auch mit unserem weiblichen Archetypen in uns, seiner Kreativität. Und dieser weibliche Archetyp, der hilft uns, durch die Projektionen unseres Geistes durchzubrechen. Und wir können so die Chance haben, einen richtigen starken Unterschied zu machen. Und ich bin so dankbar, dass wir hier so viele sind in unserer Community, die genau diese Arbeit in diesen Tagen aufgenommen haben oder weiter fortgesetzt haben und anderen Mut schenken, dasselbe zu tun. Mein Dank geht absolut an euch hier hinaus. Danke. Während wir mit unseren Ängsten und Unsicherheiten arbeiten, mit ihnen sitzen, können wir mithelfen, die Machtlosigkeit, die zurzeit das kollektive Unbewusste erlebt, mitzuheilen. Denn genau in diesem energetischen Feld werden die Verschwörungstheorien geboren. Weil wir so sehr uns machtlos fühlen, dass wir einen Schuldigen dort im Außen finden müssen. Und eine komplette, absolut schlüssige Erklärung für all das, was gerade geschieht und was wir uns nicht erklären können. Weil wenn wir es uns nicht erklären können, zerstört es komplett unser Gefühl von Sicherheit, was wir immer im Außen hatten und jetzt merken, dass das immer schon eine Illusion war. Weil wir mit diesem Gefühl der Machtlosigkeit es absolut nicht aushalten. Weil wir Erklärungen haben wollen, und zwar jetzt. Warum geschieht das? Ich will es jetzt wissen. Wer ist schuld? Aber damit gehen wir das Risiko ein, dass wir mentale Prozesse in Gang setzen, die aus Abneigung und Urteilen geboren werden. Nicht aus Liebe, nicht aus Mitgefühl. Aber das haben wir doch immer gesagt gehabt, oder? Liebe, Mitgefühl. Diese spirituellen Fantasien nähern weiter das Feld aller spirituellen religiösen Institutionen, die sich gegründet haben auf dem Prinzip der Sünde. Dabei können wir der Menschheit einen viel, viel größeren Dienst erweisen, wenn wir uns an die sicherlich harte innere Arbeit machen
unsere eigenen Illusionen zu durchbrechen. Bitte. Bitte nicht noch mehr Illusionen kreieren. Entweder wir nehmen uns jetzt all den Gefühlen an, die uns machtlos fühlen lassen, oder diese werden sehr viel Raum in unserer inneren Welt einnehmen. Und damit uns und unsere Entscheidungen und damit auch unsere Zukunft bestimmen. Es liegt an uns. Es ist die Entscheidung jedes Einzelnen von uns. Was gibt dir Macht und was nimmt sie dir? Es ist doch unser weiblicher Archetyp, die große Mutter Erde, die Göttin in uns, die die Weisheit über die Zyklen in sich trägt. Wir haben die Göttin so oft angerufen in den letzten Jahren. Und nun bittet sie uns darum, dass wir alle einseitigen Sichtweisen, die wir über sie haben mögen, endlich loslassen. Kann es sein, dass wir die großen Göttinnen der Unterwelt, wie zum Beispiel Persephone, in ihrer heiligen Kraft wieder einmal verraten, indem wir ihren Zyklus nicht anerkennen? Lasst uns nicht immer noch in dem Animus, das ist die männliche, die analytische Energie, allein zu Hause sein und unsere Gefühle, die unangenehm sind, negieren. Denn das würde doch bedeuten, dass wir erneut unser allerheiligstes Wissen über die Zyklen der Transformation und des großen Archetypen des Todes und der Wiedergeburt vergessen haben. Und dabei ist es doch genau die Arbeit, zu der uns die große Göttin aufruft. Damit wir wieder in unsere Macht kommen, das tut sie doch nicht erst seit 2020. Die panischen Käufe, die einige Menschen tun, zeigen uns weitere Archetypen, mit denen wir unsere Machtlosigkeit versuchen zu managen. Und Achtung, das ist absolut menschlich, da ist kein Urteil drin. Aber es ist eine Einladung, es sich anzuschauen. Ich weiß, das ist nicht attraktiv und ich weiß, das ist nicht sexy. Weil wenn wir das tun, dann ist es anstrengend. Und vor allen Dingen, wir bekommen daraus Erkenntnisse. Und die Erkenntnisse bringen uns natürlich in eine Verantwortung und verpflichten uns, dass wir Dinge verändern. Während alle Schuldzuweisungen und Feindbilder im Außen, welcher Form auch immer, die Eigenschaft haben, uns selbst irgendwie nicht in der Verantwortung zu nehmen. Feindbilder zu kreieren ist eine alte, ganz klassische Methode, wie immer Kriege geführt wurden, das wissen wir. Aber wenn wir der Meinung sind, dass das im Sinne des Guten ist, sind wir irgendwie bereit, da trotzdem mitzumachen. Welche Alternative kann uns unsere innere Göttin anbieten, die in jedem von uns lebt? Wir tauchen ein in eine neue Ära und wir müssen ganz neue Lösungen finden und Neues lernen. Es ist normal, dass es Zeit braucht, aber wir müssen daran arbeiten. Wir wissen nicht, wie wir mit unseren Emotionen sein können, also ziehen wir los und kaufen Toilettenpapier, weil es uns das Gefühl gibt, dass wir dort etwas tun können und hoffen, dass eine Packung mehr uns ein Stück mehr Macht zurückgibt. Das ist keine banale Diskussion. Ich weiß, es ist lustig und wir können darüber lachen, aber da drin steckt so viel Wahrheit über uns. Was diese Archetypen brauchen, die unseren Schatten managen, wenn wir ihn nicht managen, ist, dass wir nicht noch mehr Verurteilungen treffen, sondern Liebe und Annahme walten lassen. Denn sonst werden sie immer stärker und müssen die Arbeit übernehmen, die wir nicht bereit sind zu leisten. Lasse ich diese Krise jetzt von meinem inneren Abhängigen oder demjenigen managen, der immer flüchtet und immer abhaut und sich immer irgendwo da draußen verliert? Oder wende ich mich meinen Gefühlen zu, die ja für das Element Wasser stehen, die uns ja in der doppelten Zahl 2020 der doppelten 2 so stark entgegenspringt. So viele Leute schreiben mir und sagen, was bedeutet 22? Da haben wir es, Gefühle, sich auseinandersetzen mit dem eigenen Schatten. Tauche ich ein in mein Unbewusstes oder hau ich ab? Versteh mich nicht falsch. Es kann Momente geben, in denen es absolut sinnvoll ist, dass wir einen Moment sagen, okay, ich check aus, ich brauche einen Moment, ich schaue mir eine Serie an, ich setze mich aufs Sofa, ich chille. Das kann sogar sehr, sehr weise sein, eben für eine bestimmte Zeit. Aber dann müssen wir zurückkommen und das handhaben, was vor sich geht. Und vor allen Dingen das, was wir da fühlen. Denn der Berg, den wir jetzt besteigen müssen, der ist da. Ob ich jetzt so mache und sage, ich sehe den nicht, das ist egal, der steht da. Ich habe in meiner Monatsenergie März 2020 darüber gesprochen, dass wir den Mystiker-Archetypen brauchen. Und genau der kann das. Er ist da, im Hier und Jetzt. Er ist mit dem Leben so, wie es ist. Bedingungslos. Fühlt alles. Weil alles eins ist und weil er das weiß. Weil alles mit allem verbunden ist. Bitte nicht in den Kopf abhauen,
irgendwie Dinge intellektualisieren und versuchen, einen Weg zu finden, uns aus dem hinauszudenken, was wir da aber in uns drinnen fühlen. Wir können das versuchen, aber wir halten unseren Weg durch die dunkle Nacht der Seele jetzt auf. Und der Weg wird dann härter. Muss er härter werden, weil unsere Aufgabe ist, dass wir bestimmte Illusionen auflösen. Und vor allen Dingen die Illusion, dass wir Emotionen allein mental lösen können. Ich weiß, das ist ein harter Weg. Denn wer hat uns das denn eigentlich in den letzten Jahren gelehrt, mit unseren dunklen Gefühlen zu sein? Wir haben das verlernt und dann nehme ich eine Gruppe, zu der ich mit dazugehöre, die spirituelle Bewegung, absolut mit in die Verantwortung und ich bin Teil dieses Stammes. Alles ging um Positivität, alles ging um Licht, alles ging um Liebe. Und das sehen wir auch heute in so vielen Posts. Wähle Liebe statt Angst und wieder eine Illusion der Trennung und ein Abschneiden von den wichtigsten inneren Lehrmeistern, die wir haben. Wir erkennen jetzt, dass wir ein altes Muster wiederholt haben aus dem Zeitalter der Fische, obwohl wir gedacht haben, dass wir Teil einer neuen spirituellen Bewegung sind. Und genau diese Beschämungen finden wir auch jetzt wieder und riskieren damit, Puderzucker auf eine verbrannte Torte zu schütten und wundern uns dann, dass es nicht wirklich eine maßgebliche Veränderung gibt. Wähle die Liebe statt Angst. Das ist nichts anderes als ein Versuch, das auf eine mentale Art zu verarbeiten, was in Wahrheit in unserem System gerade geschieht, in unserem eigenen und in dem Kollektiven. Das kann nicht funktionieren, das ist absurd, das kann nicht gehen. Dies ist alles so, so unangenehm. Und bitte glaub nicht, dass mir die Arbeit hier jetzt in den letzten Tagen nur Freude bereitet hat. Das ist ein Marathon, das ist kein Sprint. Und das ist es für uns alle. Ich habe eine richtige Kollektion von Schatten in mir gefunden. Das ist nicht schön. Aber ich hau auch nicht ab in Opfer oder Scham. Weil ich weiß, in dem Schatten, wenn ich den befreie, da ist auch meine innere Macht. Besser ich sehe ihn, als dass ich ihn nicht sehe und er aus meinem Untergrund heraus das Kommando über mein Leben übernimmt. Als ich das Video über den Archetypen im Film Der Joker gemacht habe, das Video findest du hier auch auf meinem Kanal, habe ich Nachrichten erhalten, dass das zu dunkel ist, das Thema. Aber genau darum ging es unter anderem in dem Video, dass wir nicht in eine einseitige Spiritualität gehen, die alles versucht auszublenden, was eben nicht Licht und Liebe ist, weil wir das beschämen, weil wir das verurteilen. Und wenn wir dunkel sehen, ja dann bitte nur außerhalb von uns selbst, bei den bösen Mächten dieser Welt. Ich kann das verstehen, denn dunkle Gefühle führen uns genau in die Machtlosigkeit. Aber was wäre, wenn wir dort bleiben würden? Wenn vielleicht die dunklen Gefühle sogar noch stärker würden, weil wir unsere eigene Machtlosigkeit nicht annehmen können? Wir müssen jetzt einmal durch diese innere Nacht gehen und nicht jetzt stoppen auf dem Weg. Wir können uns nicht von einem Gefühl abschneiden. Wenn wir anfangen, Gefühle in uns drinne abzuschneiden, dann beschneiden wir damit die Skala all unserer Gefühle und die damit verbundene Stimme unserer Intuition. Ja, und dann laufen wir so richtig Gefahr, dass wir The Walking Dead werden. Das ist übrigens ein Video, was ich auch noch machen möchte. Das große Weibliche ist auf dem Weg zurück. Der Archetyp der Göttin und der Mutter wurde über so viele Jahrhunderte unterdrückt und als dunkel und zum Teil böse bezeichnet, eben weil sie uns auch in ihren dunklen Bauch führt, indem wir einmal in die Unterwelt unserer Gefühle und Schatten eintauchen. Aber nicht, um dort im ewigen Untergrund immer kläglich zu versinken und nie wieder daraus hervorzukommen, sondern um aus diesem dunklen Bauch der Mutter eben wieder neu geboren zu werden, Phönix aus der Asche. Lasst uns dort mit all unserem Mut eintauchen. Dort eintauchen, anstatt uns zu verlieren in allen möglichen Fantasien und Gedankenspielen über äußere Mächte und deren Schatten. Wir wissen doch, dass wir hier über das kollektive Unbewusste sprechen, das durch diesen chaotischen Zyklus geht. Und wenn wir das wissen und auch wissen, dass wir ja alle dieses kollektive Unbewusste anreichern, dann müsste es uns doch auch klar sein, dass wir mit der Motor gewesen sind für all das, was jetzt gerade sichtbar wird. Und viele, viele von uns arbeiten schon daran. Wir atmen zusammen und wir kreieren zusammen. Das sagen wir doch auch in der Spiritualität. Aber da gibt es was ganz Seltsames. Immer wenn es das kollektive Unbewusste trifft,
dann können wir dazu neigen, uns zu dissoziieren. Und dann sagen wir, ich habe keinen Anteil daran. Das ist die Schuld von XYZ. Bitte, lasst uns diesen Teil der Geschichte nicht nochmal wiederholen. Wir haben alle das kollektive Unbewusste mit so vielen Ängsten angereichert in den letzten Jahren. Und ich kann hier nur einige davon aufzählen. Unsere Angst, es gibt nicht genug für alle. Unsere Angst, andere nehmen uns etwas weg. Die Angst voreinander. Die Angst, andere werden bevorzugt. Und ganz, 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 ganz viel mehr. Wir haben uns immer mehr von unserem Menschsein entfernt. Und diese Krankheit, die sich da jetzt da draußen zeigt, die vereint jetzt alle Ängste. Wir sind in den letzten Jahren immer wieder Zeugen geworden. Und das Thema des Zeugen, darüber habe ich in dem universellen Monatsenergie-Video Februar 2020 gesprochen. Also wir sind in den letzten Jahren immer wieder Zeugen geworden davon, wie die Rechte der Menschen, das Recht auf Leben, die Würde des Menschen und die Natur mit Füßen getreten worden sind. Und jetzt kommt etwas und bringt uns in eine Situation, die für jeden von uns so richtig unbequem ist. Wisst ihr? Wir reichern Dinge energetisch an. Und es gibt immer irgendeinen physischen Kanal, der letztendlich diese Energie in die Materie bringt. Lasst uns darüber nicht selbst hinwegtäuschen. Wir stehen unter dem großen Mandat, eine Welt zu werden und die mystische Wahrheit zu leben, alles ist eins. Und dort können wir mystische Trigger bekommen, die uns aufrufen, aktiv zu werden. Das hat ein Martin Luther King getan oder ein Nelson Mandela. Und deswegen waren sie für eine Vision und nicht nur gegen irgendetwas. Es braucht innere Macht und Stärke, für etwas zu sein. Und es braucht den Archetypen des Visionärs, es braucht den Archetypen des Mystikers, um wirklich bei einer Neugeburt aktiv Anteil zu haben. Alle Entscheidungen, die auf der Basis des Gedankens sind, alles ist eins, die bringen uns also zurück in unsere Macht. In der Spiritualität beschäftigen wir uns mit den mystischen Gesetzen, mit dem Gesetz von Karma, der holistischen Sichtweise, den heiligen Verträgen, den Energiesystemen und dem fundierten Wissen über verschiedene heilige Zyklen des Lebens, die natürlich sind. Lass uns bitte nicht in der allerersten dunklen Nacht der Seele, die wir als Kollektiv jetzt erleben, all das vergessen und stattdessen alle Macht nur äußeren Mächten zuschreiben, was uns selbst nur weiter machtlos hält, was wir aber wiederum denen vorwerfen, dass sie es mit uns tun. Das ist doch absurd. Damit tun wir es selbst mit uns und zwar gerade jetzt. Ich bin kein Virologe und ich bin auch kein Mediziner. Ich bin auch kein Wirtschaftsexperte oder Sonstiges. Und ich überlasse dieses Feld denjenigen, die sich dort auskennen. Und ich wechsle nicht auf einmal meine Expertise. Das kann nicht sein, dass alle innere Arbeit, die wir vorher getan haben, uns jetzt keinen Zugang gibt zu unserer inneren Macht und zu der Weisheit, die wir uns ja aber doch vorher angeeignet haben. Bitte lasst uns hinterfragen, ob es aus Machtlosigkeit, aus diesem Gefühl der Machtlosigkeit sinnvoll ist, jetzt sich in Fachbereiche zu begeben, von denen wir vielleicht noch viel weniger Ahnung haben. Ich werde bei meiner Expertise bleiben. Und die hat mit dem uralten Wissen zu tun, wie Zyklen verlaufen, wie wir mit Energien in unserer eigenen inneren Welt umgehen, wie wir Ereignisse symbolisch uns betrachten können. Und das hier ist halt eben der Anfang eines chaotischen Zyklus. Macht und Machtlosigkeit führt uns hin zu der Hybris, dass wir denken, dass es Menschen braucht, damit einmal unsere gesamte Welt aus den Angeln gehoben wird. Die Evolution von Mutter Erde schafft das vielleicht auch sehr gut allein. Und wenn wir so denken, dann führt es uns direkt auf uns selbst zurück, als Teil von Mutter Erde und direkt in unsere eigene Verantwortung. Es ist absolut nichts falsch daran, Angst zu haben. Lasst uns bitte aufhören, unangenehme Gefühle zu tabuisieren. Warum soll es falsch sein, zu trauern? Warum soll es falsch sein, wütend zu sein? Warum soll es falsch sein, Angst zu haben? Wenn wir das jetzt immer noch weiter negieren, dann bleiben wir in dieser dunklen Nacht der Seele ewig hängen. Es gibt ein mystisches Selbst. Und das mystische Selbst, das umarmt alles. Diese Gefühle, diese sogenannten falschen, unangenehmen Gefühle, die angeblich nicht Teil sind unseres höheren Selbst. Die können uns aber wirklich eine unglaubliche Heilung bringen. Die können uns durch eine richtige, machtvolle Katharsis führen.
Aber so wie irgendwo ein negatives Wort stand, sind wir in den letzten Jahren mit dem symbolischen Radiergummi losgezogen und haben anderen vielleicht sogar vorgeworfen, nicht in ihrem höheren Selbst zu sein oder nicht spirituell zu sein. Ja, und das kreiert Charme. Das kennen wir ja aber irgendwie schon aus dem Zeitalter der Fische, oder? Überleg selbst. Ich glaube, wir können das hier echt besser. Und deswegen rufe ich hiermit alle Heilerinnen, ich rufe alle Heiler auf, dass sie mithelfen. Die Aufgabe von Heilern und Heilerinnen ist es, mit Menschen in ihrem Schmerz zu sitzen und mit ihnen gemeinsam dort durchzugehen, damit Heilung stattfinden kann. Wenn wir das jetzt nicht tun, dann verlieren wir tatsächlich unsere Macht. Und dafür tragen wir alle die Verantwortung. Jetzt. Lasst uns bitte diesen Zyklus nicht negieren. Wenn wir in unserem Leben in eine Krise kommen, in unserem ganz eigenen persönlichen Leben, dann wissen wir doch, dass es uns nichts hilft zu sagen, ach, ich tue jetzt mal so, als ob das es jetzt hier gerade nicht gibt. Wir wissen, dass es überhaupt nichts bringt, wenn wir dann die Situation unserem Archetypen des Tagträumers oder des ewigen Flüchtigen übergeben, der das dann managen soll. Transformation bedeutet, wir kommen anders aus der Zeit heraus, als wir hineingegangen sind. Das heißt, wir können ja jetzt nicht da sitzen und ein paar Monate warten, um dann zu hoffen, zurückzugehen zu einem Status quo. Wir können auch nicht in den rücksichtslosen Optimisten verfallen, der alles rosa malt. Denn dann schreiben wir, dass die Krise der Natur gut tut. Ja, im Moment. Aber für wie lange denn bitte? Doch nur so lange, bis wir alle wieder raus dürfen. Wirkliche Veränderung, die hat jetzt momentan noch nicht stattgefunden. Und sie findet nur statt, wenn wir länger in Krisen sind. Weil nur dann zwingen sie uns wirklich, unsere Muster aufzulösen. Und je weniger wir dort in Resistenzen gehen und in Widerstände, umso schneller kommen wir da durch. Weil Evolution ist keine Wahl, sondern ein Muss. Denn Krisen führen uns in Zeiten, in denen wir innere Durchbrüche erlangen müssen und eben nicht innerlich zerbrechen. Das ist keine Option. Aber das geht nur, wenn ich meinen Widerstand aufgebe. Gegenüber all dem, was ich absolut nicht wahrhaben will, weil es mir Gefühle gibt, die mir das Gefühl geben, dass ich machtlos bin und den Rest der Geschichte kennt ihr. Die letzten Ereignisse haben so viele Veränderungen auf so vielen Ebenen in Gang gesetzt und wenn wir dieser Wahrheit nicht in die Augen schauen wollen, ist es dasselbe, wie wenn wir unserer Intuition nicht zuhören wollen, wenn sie uns etwas sagt, wozu wir nicht den Mut haben, es uns anzusehen. Bitte, sich gegen Zyklen gegenzustellen, bringt uns komplett raus aus unserer Mitte und damit aus der Verbindung zum Leben und aus der Verbindung zur Mutter Erde. Aber wir wollten doch genau den anderen Weg lang gehen. Aber jetzt ist es der unangenehmere. Was dieser Zyklus auf jeden Fall schon geändert hat, ist, dass spirituelle Arbeit ist jetzt irgendwie nicht mehr so richtig schick. Weil sie halt jetzt auch nicht mehr daraus besteht, dass ich überlegen kann, in welches schöne Land ich fahre, um ein richtig cooles Retreat zu machen, was ich dann auf Instagram poste. Ja, jetzt sitzen wir alle zu Hause in einem Retreat, das aber sicherlich das machtvollste ist, welches wir je besucht haben. Jetzt müssen wir diesen Berg erklimmen, den wir alle zusammen kreiert haben. Und das schaffen wir. Wir können gemeinsam durch diese dunkle Nacht der Seele gehen, weil wir wissen, dass sie nicht das Ende ist, sondern eben der Anfang eines vollkommen neuen Lebens. To stay in your magic. Stay tuned. Vor allen Dingen jetzt. Wenn dich dieses Video hat inspirieren können, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du mir einen Daumen hoch hinterlässt. Und wenn du gerne mehr zu dem Thema der Chaoszyklen und allem, was damit zu tun hat, erfahren möchtest, dann findest du hier jetzt eine Playlist dazu. Und ja, stay magic. Always.